Rathaus und ich meine, das bildet auch gerade die richtige und passende Kulisse dafür, dass auch Sie in ganz großer Zahl dem Anlass entsprechend so festlich gekleidet sind. Es ist einfach ein ganz tolles Bild hier in unserer Stadt. Unser Hofer Schlappentag, das spüren wir hier, er ist eine gelebte Geschichte und er ist mehr als eine schöne Tradition, weil es eine Tradition ist, die auch mit ganz viel Herz und Gegenwärtigkeit gepflegt wird. Und sie wird weitergegeben an künftige Generationen. Und etwas ganz Wichtiges an einem Tag wie heute, das sind die Begegnungen, dass man rund um den Tag Freundschaften festigen kann und dass man auch neue begründen darf. Und so ist aus einem Ursprung und Anlass, der einst mal kriegerisch war, ein wunderbarer, friedlicher und menschenverbindender Tag geworden. Und wir freuen uns alle, die wir hier stehen, sehr darüber, dass Sie, verehrte Damen und Herren, liebe Gäste, schon zu dieser frühen Stunde an diesem Montag und mit bester Laune der Einladung so zahlreich gefolgt sind. Meine Begrüßung verbinde ich mit einem Dankeschön, das Sie alle ganz überreich verdienen. Danke der privilegierten Scheibenschützengesellschaft von 1432 in Hof, dass sie unerschütterlich an der Ausrichtung unseres Schlappentags festhält. Und herzlich willkommen insbesondere dem Schützenmeister Lars Neumann hier neben mir und dem Schlappentagsbeauftragten seit Jahrzehnten, Herrn Günther Hornfeck, seit gestern auch Ehrenschützenmeister. Öffentlichen Leben und Ihnen auch danken. Sie zeigen nämlich durch Ihre Teilnahme am Schlappentag Ihre Verbindung zur Stadt Hof. Und zu unserer Geschichte. Ich begrüße Herrn Bundestagsabgeordneten Jörg Nürnberger. Ich muss noch ein bisschen umschauen, weil ich ganz aktuell die Begrüßung anpasse. Ja. Dann Bürgermeister aus umliegenden Städten, Märkten und Gemeinden. Der Landkreis ist wieder ganz stark vertreten. Ich sehe hier den stellvertretenden Landrat, Bürgermeister Frank Stumpf und weitere Bürgermeister, zum Beispiel Daniel Schreiner aus Spanneck, der hat nämlich beim Schießen gestern auch teilgenommen, darf ich stellvertretend mit hier willkommen heißen. Aus Kulmbach war Landrat Klaus-Peter Söllner angekündigt als Vorsitzender der Genussregion. Die Damen und Herren des Hofer Stadtrats mit Bürgermeisterin Angela Bier und Bürgermeister Sebastian Auer auf der Bühne. Die Ehrenbürger suche ich noch. Ehrenbürger Herrn Wilfried Anton und Ehrenbürger Dr. Harald Fichtner ist bestimmt auch hier dabei. Alle weiteren Trägerinnen und Träger städtischer Ehrungen begrüße ich auch. Herrn Polizeioberrat Matthias Singer, Herrn Polizeihauptkommissar Marco Huhn, die Schlappenkönige und Königinnen der letzten Jahre, habe ich auch schon einige entdeckt. Herzlich willkommen. Unser Schlappentag hat in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Und das hat vor allem zwei Gründe. Das eine war die Aufnahme in die Landesliste des immateriellen Kulturerbes. Das war kein so einfacher Prozess. Da war eine Arbeitsgruppe
dran geblieben und dran engagiert geblieben, und zwar unter Leitung, unter Federführung unseres Kulturamtsleiters, Herrn Nürnberger. Und wichtig waren dafür auch historische Zeugnisse, die aus der Vergangenheit berichten. Aber besonders relevant war für diesen Prozess auch die Gegenwart, wie es praktisch weitergetragen wird. Es gibt ja Bier- und Schützenfeste, sage ich mal, weit übers Land verteilt. Aber hier die Verbindung in Hof von Schützen, Handwerk, Brauerei und Stadt zusammen mit Ihnen allen, mit der Bevölkerung, die ist schon sehr speziell. Und es wird auch bei diesem Prozess ganz genau gefragt, wie wird denn das Kulturerbe aktuell gepflegt? Was macht man denn eigentlich noch? Macht man jedes Jahr das Gleiche? Oder wie geht es eigentlich weiter und setzt sich fort? Und da waren Argumente gut wie das Handwerker- und Schützendenkmal, das aufgestellt worden ist. Oder auch der Empfang hier vor dem Rathaus gehört auch mit dazu, dass wir dieses Kulturerbe offiziell werden konnten. Und auch die internationale Beteiligung von Gästen, die ja durchaus auch einen weiteren Weg auf sich aus dem 17. Jahrhundert. Und ich bitte jetzt den Adrian, uns den Text der Urkunde vorzutragen. Liebe Hoferinnen, liebe Hofer, es ist mir eine große Ehre, heute nach fast 600 Jahren wieder den Text zum Besten zu geben, der eben ursprünglich im 15. Jahrhundert dafür gesorgt hat, dass wir heute überhaupt hier zusammen sein können, der sogenannte Freibrief der Markgrafschaft. Ich darf einmal die Abschrift, die natürlich nur eine Kopie ist, sonst hätte ich ihn jetzt erwähnt, zu pfeilen, kurz der Eva geben, weil direkt das Ding abzulesen ist doch ein wenig schwierig, das heißt, ich habe das vorbereitet. Dadurch, dass die Sprache aus dem 15. Jahrhundert unserer heutigen nur ansatzweise entspricht, werde ich jetzt halt eben den kurz vorlesen und dann ganz knapp zusammenfassen, was eigentlich das bedeutet, damit wir einigermaßen, was denn dieser Freibrief uns überhaupt garantiert. Also, wir Friedrich und wir Johannes, sein Sohne, von Gottes Gnaden Markgrafen zu Brandenburg und Burggrafen zu Nürnberg, bekennen öffentlich mit diesem Brief für uns und all unsere Erben, die ihn sehen, hören oder lesen, wann wir wohlbedacht und merklich erkannt haben, solch mannigfältig, verdürblich und groß Schäden, so denn unser liebe, getreue Bürgermeister, Rate und Gemeine, reich und arm, gemeiniglich unserer Stadt zum Hofe, itzund von der Hussen, mit Name Brandte und anderen Sachen genommen und empfangen haben. So, was soll das jetzt genau heißen? Ne? Also, der Fritz und der Johannes, beides Markgrafen zu Brandenburg und Burggrafen zu Nürnberg. Im Übrigen, Markgrafen zu Brandenburg sind sie damals beim Konstanzer Konzil geworden, 1415, bei dem eben Jan Hus, dem wir das alles zu verdanken haben, auf dem Scheiterhaufen brannte. Diese beiden bekennen jetzt für sich und für alle ihre Nachfahren, das ist der Stadthof, nach dem Hussiteneifall, auf gut Deutsch gesagt, nicht sonderlich gut gegangen ist. Ja, es gab große Schäden und die gemeinen, armen und reichen Stände wurden eben gleichsam von den Hussiten geschändet. Das heißt also, man möchte nun, jetzt geht's weiter, wenn wir auch derselben, der unseren zum Hofe aufnehmen, bauen und der genannten Stadt Beschützungen und Besserungen ja gerne sehen, dass sie ohne unsere höfliche Freiung wieder zu bauen und sich zu befesten nicht vermögen. Zu Hasen, die Stadt Hof hat nach dem Hussitenangriff versucht, es selber zu schaffen, hat es aber nicht ganz geschafft, deswegen hat man um Fördermittel gebeten. Das ist eigentlich genau das Gleiche, was man heute auch immer mal wieder machen muss. Ja? Und die Markgrafen, die damals noch in Kulmbach saßen, wenn sie selber schon bereit gewesen wären, hätten sie wahrscheinlich gesagt, Hof. Aber nachdem sie damals noch in Kulmbach waren, haben sie gesagt, sie kriegen das natürlich. Das heißt also eine Befreiung, um sich entsprechend wieder neu zu befestigen. Das heißt also die Wehrhaftigkeit wiederherzustellen. Und so heißt es nun, dass die Hofer uns demütiglich und fleißiglich gebeten haben, dass wir sie etliche Jahr für alle Steuern und Beete freien wollten. So Hasen, die Hofer haben gesagt, ihr könnt uns schon durch ihr Wengler helfen, dass du uns einfach die Steuerlast erlasst, soll heißen also auf 10 Jahre Steuerfreiheit, Freiheit von allen Abgaben, damit wir noch am Ende eben das Geld nur einsetzen können, wo es am meisten gebraucht wird, nämlich zum Wiederaufbau der Stadt. Als haben wir angesehen und erkannt solch ihr verdürblich Schäden, Name und Brand und auch ihr fleißig beten, sie solche Schäden zu ergötzen. Und dass sie desto bass ihr Stadt und ihr Häuser zum Hofe befesten und gebauen mögen und sollen. Und haben sie, jetzt kommt der wichtige Satz, von sonderlichen Gnaden gefreiet,
und begnadet 10 ganze Jahr nächst aneinander kommende aller Steuer und aller Bete freien und begnaden sie auch damit in Kraft dies Briefes und zur Urkunde mit unseren anhangenden Insiegel versiegelt, der geben ist zu Kadolzburg am Montag nach dem Sonntag im Vokavit in der Fasten nach Christi unseres Herrn Geburte 1400 Jahre und danach in dem 30. Jahre. Soll heißen, diese Abschrift aus dem 17. Jahrhundert, das Original haben wir leider immer noch nicht, aber da sind wir dran, die von einer Urkunde aus dem Jahre 1430 zeugt, belegt damit eindeutig, dass es nach dem Hussitenangriff auf die Stadt Hof zu einer Steuerbefreiung von 10 Jahren kam und dass insbesondere auch die Steuer auf das Bier, lieber Kurt Unverdorben, die Steuer auf das Bier entsprechend den Hoferinnen und Hofern zur Verfügung gestellt worden ist, um damit eben am Ende ihre Stadt wieder aufzubauen. Und das ist das, was wir heute 591 Jahre später entsprechend feiern dürfen. Ohne diesen Brief, demnach wären wir heute alle nicht da. Und deswegen freut es mich sehr und ehrt es mich sehr, dass diese Worte nach fast 600 Jahren heute an dieser Stelle wieder durch die Straßen hallen konnten. Ich danke ganz herzlich. Und er hat sein helles Licht bei der Nacht. Und er hat sein helles Licht bei der Nacht schon angezündet, schon angezündet. Recht herzlichen Dank, alles Gute. Im Wesentlichen bestand die wehrfähige Bevölkerung aus Handwerkern. Und die Handwerker müssen damals schon ähnlich beschäftigt gewesen sein wie heute. Man war mäßig begeistert von dieser zusätzlichen Pflicht und ist dieser Pflicht in der Regel, wie die Juristen, ich bin Jurist, ich kann das sagen, am letzten Tag der Frist nachgekommen, am Montag nach Trinitatis, in der Regel ohne sich festlich anzuziehen, sondern schlicht und ergreifend in Arbeitskleidung und deswegen auch mit den Schlappen, nicht mit Stiefeln oder Schuhen. Und daher kommt am Ende der Schlappentag. Die Schlappenschützen haben sich dann auf den Weg zum Schießplatz gemacht, wo auch heute noch das Schlappenschießen stattfindet und dort mit Bier sich einen schönen Tag gemacht. Das ist am Ende die Tradition des Schlappentags, wie wir sie kennen, wo sie herkommt. Was ist tatsächlich passiert? Viel wissen wir gar nicht so genau. Das ist ganz interessant. Wir wissen, dass Hof zerstört wurde, allerdings nicht komplett. Die Hussiten waren ein bisschen faul. Die haben sich nicht mal die Mühe gemacht, die Burg zu belagern. Die haben so Schnellbrandschatzen gemacht, was man so erwischen konnte, hat man verbrannt und was Aufwand gemacht hat, hat man stehen lassen. Wir haben eben schon von Adrian Bayreuth gehört und das mag den Hofer an sich auch interessieren. Bayreuth muss schlimmer zerstört gewesen sein als Hof. Fand ich auch ganz interessant, als ich das nachgelesen habe. Bayreuth hat nämlich ganze 14 Jahre Steuerbefreiung bekommen, während Hof nur 10 bekommen hat. Das mag vieles erklären. Heute ist der Schlappentag praktisch in Bayern das älteste Handwerker- und Schützenfest. Ein Fest, das, wir haben es schon gehört, in der Liste des bayerischen immateriellen Kulturerbes steht und auf das wir alle stolz sein können. Ich möchte jetzt keine einzelnen Personen oder Gruppierungen benennen. Ich hoffe, jeder weiß sich angesprochen und wirklich ein ganz herzliches Danke. Ruck, engagiert euch in Vereinen, wenn ihr es nicht schon tut. Und wenn ihr es schon tut, geht auch gerne in einen zweiten Verein. Ich mache damit jetzt keine Werbung für die privilegierten Schützen. Natürlich freue ich mich, wenn wir jetzt ganz viele Aufnahmeanträge bekommen. Aber ich werbe für Vereinsmitgliedschaften und Engagement insgesamt. Das ist wichtig, davon lebt die Bürgerschaft. Und wenn das mal abstirbt, das wird ganz schwierig wiederzubeleben. Deswegen gebt euch einen Ruck, engagiert euch bürgerschaftlich. Danke. Für unsere Kleinsten, für den Nachwuchs, das ging mit dem Lichtpunktgewehr respektive Pistole los, über ein Reaktionsschießen auf der Leinwand. Und in althergebrachter Weise wird der Bürgerschlappenkönig, der ja das Privileg hat, auch im nächsten Jahr am großen Schlappenschießen teilnehmen zu dürfen und mitmarschieren zu dürfen, ausgewertet und ausgezirkelt. Und sein Ergebnis oder das Ergebnis, der Treffer, kann sich durchaus sehen lassen. Er hat nämlich einen 23,5 Teiler geschossen. Die Schützen wissen, dass das ein super Blättchen ist. Bei 3 bis 5 Schüssen, tolles Ergebnis. Und deshalb darf ich nun den Johannes Ried zu mir nach oben bitten.
Ich habe ihn heute früh erst geweckt, glaube ich, um 9:30 Uhr. Er hat sogar als Beweis seinen Königsschuss mitgebracht, dass er auch zeigen kann. Jawohl, ich habe es ihm auch so geglaubt. Super. Ja, lieber Johannes, herzlichen Glückwunsch. Vielleicht bleibst du den Skisport verbunden in Zukunft und ich gebe deine Urkunde. Weiter so. Kommt der Schlattenkönig neben der Amtskette als Zeichen dafür, historisch bedingt, als Nachweis, dass er tatsächlich geschossen hat. Weil wenn man nach dem Schießen leicht angeschlagen nach Hause kam, ist es gut zu beweisen, dass man tatsächlich erfolgreich war. In der Vergangenheit, ganz früher, hat der Sieger des Schlappenschießens Steuerfreiheit bekommen. Das konnten wir mit dem Finanzamt leider nicht verhandeln. Wie bekannt, der Sieger des Schlappenschießens kriegt das Privileg, ein Jahr kostenlos auf den Hofer Parkplätzen zu parken. Der zweite und dritte jeweils ein halbes Jahr. Also es hat sich gelohnt. Fangen wir an mit dem dritten Platz. Mit einem Teiler von 197,1 bitte ich auf die Bühne Herrn Klaus Zeitler. Ja, ich habe mir schon Sorgen gemacht, wir haben gestern schon telefoniert. Genau. Ganz herzlichen Glückwunsch. 70,2 gebracht hat. Herr Matthias Singer. Längst amtierenden Schlappenkönig den Hof je hatte. Umstände halber, aber nichtsdestotrotz. Er hatte schon Sorge, dass das Schießen so katastrophal ausfällt, dass wir tatsächlich keinen neuen Schlappenkönig proklamieren können. Deswegen ist ihm, glaube ich, tatsächlich mehr als ein Steinchen von der Brust gefallen, als er jetzt gehört hat, dass wir doch einen neuen Schlappenkönig haben. Ich darf dich bitten, Dieter Schützenbruder, deine Worte zu richten, bevor wir zum Schlappenkönig kommen. Arsch setzen und zum Festgelände marschieren. Ich habe hier die Zitrone, die ich schon gezeigt habe. Ich habe hier die Kette. Den ersten Platz beim Schlappenschießen hat mit einem Teiler von 63,6 unsere Oberbürgermeisterin erzielt. Bravo! Ich darf Ihnen diese Zitrone überreichen, damit Sie Ihrem Mann beweisen können, wo Sie Sonntagvormittag waren. Schau sie dir an! Thank you.
ist mein Auto, ist der auch schon wieder mit dir. Und euch ist gut.